Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Hier ist die Goretti und natürlich stehe ich hier immer noch im Lager und habe so manches verkauft, so manches, gekauft habe ich eigentlich gar nichts. Jedenfalls habt ihr mich aufmerksam gemacht auf so manches, was ich noch machen soll oder was ihr von mir noch sehen möchtet. Und das werde ich jetzt natürlich machen. Zum einen gibt es noch eine Gesprächsoption mit Severan. Dann wollen wir doch mal schauen, was Severan zu sagen hat. Ich habe euch noch nicht gedankt. Ihr habt mich von den Krähen befreit und dennoch ist es mir bislang nicht eingefallen, euch dafür zu danken. Aus welchem Grund ihr es auch getan habt, ihr habt es getan und ich war der Nutznießer. Daher vielen Dank. Ja, wir sind Freunde, Severan. Es, Vergnügen. Ja, doch, es war mir ein Vergnügen. Ihr sagt das so ungerührt, aber für mich ist es sehr seltsam, so etwas zu hören. Bei den Krähen gibt es keine Freunde. Dennoch steht ihr hier vor mir und ich sehe mich veranlasst, euch als solche zu betrachten. Auch ich betrachte euch als Freund. Dann möchte ich euch etwas sagen. Was wir hier tun, die Verderbnis aufzuhalten. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie an etwas derart Wichtigem beteiligt. Ich habe vor, bis zum Ende an eurer Seite zu bleiben. Schließlich muss jemand dafür sorgen, dass ihr keines vorzeitigen Todes sterbt. Und wer könnte das besser als ein Freund? Ihr müsst auch nicht sterben, wisst ihr? Oh, ich werde auch nicht sterben. Nur die grauen Wächter erwartet der Tod. Kennt ihr nicht die Geschichten aus Kindertagen? Der Held stirbt immer. Außer er hat einen prächtigen Gefährten an seiner Seite. Denn dann... dann stirbt stattdessen der Gefährte. Ich wusste, das Ganze hatte einen Haken. Die Sache mit der Freundschaft ist ein Verlustgeschäft. Ups. Hat uns da vielleicht einer etwas verheimlicht? Alistair? Was meinte Severan damit? Nur zu. Ich habe dann so eine kleine Frage. Natürlich. Was verändert sich nach dem Beitritt? Ihr meint, außer dass man ein grauer Wächter ist? Ihr seid schon länger ein grauer Wächter als ich. Wisst ihr, das habe ich Duncan auch gefragt und er hat gesagt, wart's ab. Er hat euch sonst nichts gesagt? Rein gar nichts? Duncan will es nicht etwa geheim halten. Aber die Grauen Wächter reden einfach nicht oft darüber. Es ist wohl kein sehr angenehmes Thema. Als erstes fiel mir auf, dass mein Appetit sich steigerte. Ich stand mitten in der Nacht auf und räumte die Speisekammer leer. Ich dachte, ich müsste verhungern. Ich habe alles runtergeschlungen, als wäre es mein letztes Mal, bis mein Gesicht ganz verschmiert war. Die anderen Grauen Wächter haben mich angestarrt und dann Tränen gelacht. ich habe nichts dergleichen gespürt. Wirklich? Ich habe beobachtet, wie ihr euer Essen herunterschlingt und dachte bei mir, bloß gut, dass sie körperlich viel leisten muss. Wui, bitte? Übertreibt sich ein wenig, oder? Vermutlich trifft es Frauen anders als Männer. Ich habe nicht gefragt. Oh, und dann kamen die Albträume. Duncan sagte, das gehöre zu unserem Gespür für die dunkle Brut. Wir nehmen teil an ihrem, ich weiß nicht, wie man es nennt, ihrem Gruppengeist. Und wenn wir schlafen, wird es schlimmer. Nach einer Weile kann man es verdrängen, aber am Anfang ist es hart. Während einer Verderbnis soll der Beitritt besonders schlimm sein. Wie ist es bei euch? Ja, ich hatte einige seltsame Träume. Ach ja. Manche haben kaum Probleme damit, aber das ist selten. Andere können nie wieder richtig schlafen. Die sind eben empfindlicher. Das Ende ist aber für alle gleich. Ab einem gewissen Alter kommen die richtigen Albträume. Dann weiß ein grauer Wächter, dass seine Zeit abgelaufen ist. Seine Zeit abgelaufen? Abgelaufen? Was meint ihr damit? Oh, stimmt ja. Wir hatten nie genug Zeit, um euch den Teil zu erzählen, richtig?
Nun, neben den vielen wunderbaren Vorteilen, die man als grauer Wächter hat, müsst ihr euch auch keine Sorgen über das Alter machen. Ihr habt noch 30 Jahre zu leben, mehr oder weniger. Die Verderbtheit ist ein Todesurteil. Am Ende kann euer Körper die Belastung nicht mehr ertragen. Die meisten grauen Wächter gehen dann nach Orsamar und sterben im Kampf, statt auf den Tod zu warten. So lautet die Tradition. Also werde ich sterben. Wir werden alle sterben. Als Duncan mir das gesagt hat, wurde ich wütend. Er legte mir die Hand auf die Schulter und sagte, wie du stirbst, ist ohne Bedeutung. Es zählt nur, wie du gelebt hast. Ihr wolltet doch wissen, warum wir neuen Rekruten nichts über den Beitritt erzählen. Jetzt wisst ihr's. Das wollte ich nicht wissen. Ich verstehe. Wisst ihr, Duncan hat seit kurzem solche Albträume. Er hat es mir gesagt, im Vertrauen. Er wird in absehbarer Zeit selbst nach Orsamar gehen müssen. Letztlich wollte er es zwar so, aber ich hätte ihm doch gewünscht, dass es seiner würdiger wäre. Ja, wenn das alles ist, worauf wir uns freuen können, das ist ja eine rosige Zukunft. Wir können uns darauf freuen, die Verderbnis zu beenden. Und das ist all die Opfer wert. Ich bin traurig. Ich werde entweder gegen den Erzdämon sterben oder in 30 Jahren. Oh nein. Nun denn. Allerdings gibt es auch noch ein paar Geschenke zu verteilen. Und auch das werde ich jetzt noch machen. Zum einen, warte, hätte ich da Duncans Schild. Und das kriegt mit Sicherheit kein anderer als Alistair. Der Schild. Der gehörte Duncan, richtig? Das ist sein Wappen. Ihr wolltet doch etwas, das euch an ihn erinnert. Stimmt. In der Tat. Ich hätte nur nie erwartet. Danke. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass er sein Schild nicht bei sich hatte. Das ist perfekt. Ich weiß nicht, wie ich euch meine Dankbarkeit zeigen soll. Das bedeutet mir viel. Nehmt es einfach. Wir müssen eigentlich weiter. Ach, was soll's? Das habe ich eigentlich gern gemacht. Ich werde es in Ehren halten. Danke. Und zum anderen habe ich, glaube ich, auch noch ein kleines Geschenk für Zevran. Ich meine, ich hätte hier irgendwo noch so einen Goldbarren, nicht wahr? Siehst du wohl, Zevran, wie schaut's denn aus bei dir, Gütigster? Eigentlich braucht er nichts mehr. Nicht wirklich, aber hier. Ihr habt einen hervorragenden Geschmack. Nicht wahr, nicht wahr? Wie schaut's denn eigentlich bei Morrigan aus, der Guten? Freundschaftlich. Morrigan, für dich habe ich leider nichts mehr. Allerdings, das andraste Ding ist natürlich für Lilliana. Oh, wie lieb von euch. Nicht wahr? Oh, jetzt habe ich sie weggeklickt. Verdammt! Und Knabberstöckchen, hier. Ja, ich wusste, dass du das magst. Wunderbar, dann habe ich eigentlich alles verteilt, was es so zu verteilen gibt, außer diese Landkarte von Anderfels. Eine Landkarte von Anderfels. Wen interessiert eine Landkarte von Anderfels? Möchtest du eine Landkarte von Anderfels? Ich danke euch. Gern geschehen. Dann ist wenigstens weg. Sehr schön. Duncan-Schild können wir uns jetzt sicherlich hier im Rucksäckle doch nicht. Mauer des Nichts. Ich hätte gedacht, ich hätte jetzt hier irgendwo noch Duncans Schild herumfliegen. Aber habe ich gar nicht. Wahrscheinlich hat Alistair das Gerät angelegt. Könnte das sein? Lass uns doch mal sehen. Duncans Schild hat er tatsächlich gemacht. Ist ja auch ordentlich. Ich hätte ihm jetzt dieses Ding unter Umständen eher gegeben. Ausdauerregeneration im Kampf und 25 Ausdauer plus. Alistair, pass auf.
das Ding nehme ich dir mal weg. Und Duncan-Schild auch ganz kurz. Den kriegst du sofort wieder. Ja, den kriegst du sofort wieder. Duncan-Schild. Du hast ja Sternreißer und Duncan-Schild. Ne? Der ist zwar gut, aber der andere ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ne? Der sieht zwar ätzend aus. Duncan-Schild sieht natürlich absolut blendend aus. Aber er ist ein wenig besser. Ja? Deswegen verzeih mir, Alistair. Aber so sieht's auch gut aus. Ja, und des Weiteren habt ihr mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich in Orsama den Trank abgeben kann. Dafür würde ich sagen, reisen wir auch mal nach Orsama. Morrigan unbedingt. Muss natürlich mit. Ich nehme... Der Zwerg muss wieder nach Orsama mitgehen. Das geht nicht anders. Und wir nehmen Liliana diesmal mit anstelle von der guten Win. Und auf geht's nach Orsama. Richtung Frostgipfelgebirge. Das Frostgipfelgebirge ist doch sicherlich die Grenze Richtung, Orlais, richtig? Die natürliche Grenze, wie man so schön sagt bei Gebirgen. Warum bin ich hier hingereist und nicht direkt nach Orsama? Ich muss... Naja, egal. Jetzt ist es zu spät. Jetzt muss ich halt den Weg laufen. Eieieiei. Manchmal, ne? Manchmal ist man auch ein bisschen Banane in der Birne. Und... Alle sagen, der Regent hätte im Jachustal einen weiteren Sieg. Ja. Was auch immer der Regent gemacht hat. Und zwar... Hatten wir hier noch eine kleine Quest offen? Und das möchte ich ganz gerne zu Ende bringen. Eine Trank-Quest. Ist in der Kirche die Kleidung vorgeschrieben? Es gibt Roben und so. Und die muss man anziehen. Und Roben. Was noch? Nun, manchmal auch Amtstracht und Zeremoniengewänder. Klar, sicher und sonst? Warum seid ihr daran so interessiert? Ach verdammt, unter den Roben. Hosen? Keine Hosen? Was? Nicht ausweichen, nackt oder nicht? Was macht das für einen Unterschied? Na schön, sagt ihr es eben nicht. Ich find's schon noch raus, so oder so. Sicher. Viel Glück dabei. Ogrim, das Gleiche könntest du auch den Schotten fragen. Auch da würdest du keine Antwort kriegen, mein Freund. Der Schotte verdreht nämlich nicht, was er unter dem Rock trägt. Und genauso wenig werden es die Kirchenmatruschkas machen. So, jetzt auf geht's. In das gute Gefilde vom Diamantenviertel besuchen wir mal wieder unsere kleine Schwester. Ist sie wohl kleiner oder größer als Radegundis? Ich meine jetzt nicht im Sinne von groß und klein, sondern im Großen und Ganzen im Sinne von alt und jung. Aber ich glaube, Radegundis ist jünger als ihre Schwester, oder? Aktuelle Nachrichten! Anhänger des entehrten Lord Harrowmont gehen auf die Straße! Tumult steigt um 10% an! Jaja, schrei mir nicht ins Ohr. So, gütigste Morrigan. Ich weiß, du kannst es. Und ich weiß, ich habe die Zutaten. Chakalaka. Gegenstand erstellen. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Morrigan. Dann wollen wir mal diese gute Frau heilen. Hauptsache, ich finde sie auch auf Anhieb. Ja. Ich suche einfach offscreen. Ich bin gleich wieder zurück. Das ging doch schneller als gedacht. Und da ist sie. Das stöhnende Weib. Widrun, der Kräuterkündige. Hattet ihr Glück, Wächter? Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Außer warten kann ich nichts tun. Das Ende ist unvermeidbar. Muss ich ihm das einfach geben? Muss ich ihr den Trank geben? Hm.
jetzt steht die Quest absolviert. Als das Gegengift ihre Lippen benetzt, entspannt sich die Patientin. Tatsache, ich musste sie einfach nur anklicken und mach mir hier so viel Arbeit? Alter! Dank euch wird sie schon bald wieder auf den Füßen sein. Na ganz toll. Ganz tolle Nummer. Mann. So kompliziert war das nun auch nicht. So, und jetzt heulen wir uns mal ein bisschen bei Rika aus. Rika, wusstest du, dass ich nur noch 30 Jahre zu leben habe, Rika? Sei vorsichtig, wenn du die Verderbnis bekämpfst. Der kleine Andren soll nicht aufwachsen, ohne dich zu kennen. Toll. Nee, mit der Mutter will ich nicht reden. Die ist doof. Sagt sie so auf dem Muttertag. So, jetzt muss ich hier nur noch rausfinden, ne? Das ist auch immer so eine Nummer. Ich glaube, hier bin ich falsch. Hier bin ich falsch. Ist hier Belen? Kann man mit dem eigentlich auch nochmal reden? Er ward nie wieder gesehen, ne? Wo ist Belen? Königliche Wache. Mit dir will ich nicht reden. Egal. Raus. Wir haben das auch absolviert. Und es ging leichter als gedacht. Ich hoffe, das Ding ist auch aus meinem Inventar verschwunden. Und jetzt heißt es, bezwinge einen Drachen. Allerdings bin ich mir ein bisschen unsicher. Aktuelle Nachrichten. Sehr ruhig. Was die Gruppe angeht, ich denke, ich werde sie hier in Orsamar noch mal ein bisschen verändern. Ich glaube, Ogrim will ich trotzdem als solchen mit dabei haben. Definitiv. Das ist ja ein echt cooler Krieger. Ich weiß gar nicht, ist der Drache schwieriger als Flemmis? Ich bin mir da nicht so sicher. Jedenfalls würde ich meinen. So, pass auf. Gruppe verändern. Ich hatte ja damals, hatte ich da schon Ogrim dabei? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich hatte auf jeden Fall Wynn dabei. Verflucht und verdammt! Ja. Und ich hatte damals auch Liliana dabei. Sollen wir es mit den dreien mal versuchen? Ich versuch's einfach mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Auf geht's. Ihr seid nicht religiös, oder? Mhm. Ihr glaubt nicht. In gewisser Weise schon, aber es bestimmt nicht mein Leben. Weshalb fragt ihr? Ach, nichts. Aber ihr seid ein sehr guter Mensch, das merkt man gleich. Und anfangs dachte ich, ihr werdet religiös, so wie die ehrwürdigen Mütter. Aber dann dachte ich darüber nach und habe festgestellt, dass dem nicht so ist. Ich mache, was ich mache, weil es mir Freude bereitet. Ich unterrichte gerne und ich helfe gerne. Ich strebe nicht nach Anerkennung für meine Arbeit. Ich brauche weder die Bestätigung durch meinesgleichen, noch durch einen Gott aus der Ferne. Es ist lobenswert, Gutes um seiner selbst willen zu tun. Viele, die ich kannte, waren nicht so. Sie prahlten mit ihren Taten und wollten lediglich andere beeindrucken. Oh, Lady Adele, ihr habt 20 Waisen gespeist und eingekleidet, wie edel. Aber nein, das ist gar nichts, Lady Clarabelle. Ihr habt 40 Leprakranke behandelt und massiert. Wie bei einem Wettbewerb mit falscher Bescheidenheit. Widerwärtig. Hat Lady Clarabelle denn wirklich 40 Leprakranke massiert? Wer weiß. Lady Clarabelle hatte seltsame Vorlieben. Überraschen würde es mich jedenfalls nicht. Ja, ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich auch die letzte gute Tat, die sie dann gemacht hat, die 40 Leprakranken zu massieren. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Natürlich, ich weiß, aber ich kann dir immer noch nichts geben. Ja, bitte. So. Gott, muss ich denn noch weiterlaufen? Ja, pass auf. Ich schneide euch das wieder raus. Wenn wir dann vor dem Drachen stehen, seid ihr auch wieder mit dabei. Bis gleich. Jetzt heißt es gewinnen oder verlieren. Da oben ist der Drache. Ich habe das Horn ausgerüstet. Auf geht's. Warte.
kleinen Speicherpunkt. Sei mir genehmigt. Auf geht's. Komm her. Ja, klar doch, Drache. So, dann lass doch mal schauen. Er hat mal gleich hier meine Win zu Boden geschleudert. Win, steh auf, du musst ihn nämlich in die Ferne. Ich möchte dich nicht in der Nähe des Drachen haben. Und mit dir lege ich auch gleich... Oh, so weit weg sollst du dann auch nicht, Win. Radegundis, du greifst mal an, bitte. So, Win. Erstmal möchte ich, dass du einen Trank nimmst. Das nützt nichts. Ich weiß nicht, ob das zermalende Gefängnis was bewirken wird auf ihn. Scheinbar nicht. Wie wär's mit dem Versuch der Versteinerung? Auch nicht wirklich. Dann halt ihn doch mal mit der Lähmung auf. Und wenn das auch nicht hilft, dann gehe ich jetzt zurück auf meine kleine Radegundis. Du blöder Drache, komm her. Ekelhaft. Pass auf, ich habe da so ein paar Bomben für dich. Mal gucken, wie dir das schmeckt. Oh, das macht scheinbar Wirkung. Und nimm die. Und nimm die. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen faul. Aber egal. Hau drauf, Radegundis. Der steckt scheinbar auch fest hier. Was ist das? Hast du gerade ausgeschlagen, du Ekelhaft? Komm her, Drache. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die achten. Oh, hat er mich... Wow. Jetzt habe ich aber nicht aufgepasst. Gut, Radegundis, du schluckst sofort mal einen Trank. Chaka, Win, du musst leider den guten Orgrim wiederbeleben. Ich hoffe, du musst dafür nicht zu dicht dran. Wie kommt Win jetzt da vorne hin? Win, zurück, sofort. Von der Ferne aus bitte angreifen. Orgrim, du nimmst schon mal einen Heiltrank dazu. Liliana nimmt auch mal eben einen kleinen Heiltrank. Und Win, du nimmst bitte einen starken Mana-Trank. Das wäre mir ganz lieb. Und Radegundis, die Bomben haben ganz gut gewirkt, ne? Oh, den Orgrim habe ich natürlich damit auch getroffen. Orgrim, geh mal beiseite. Lass mich mal ein paar Bomben einfach auf diesen Mistkerl hier werfen. Wahrscheinlich habe ich Orgrim umgebracht mit meinen Bomben. Chaka? Orgrim, geh doch da weg. Naja, als Nahkämpfer musst du natürlich. Ich gehe mal eben in die Verstohlenheit. Geht das? Nicht, dann mach mal den Supermal. Oh, sag mal. Jedes Mal, wenn ich das Mal des Todes auf ihn machen will, kickt der mich weg, der Sack. Passt das? Hat das geklappt? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Aber viel braucht er nicht mehr. Allerdings hat er uns schon gut wieder runtergehauen, der kleine Sack. Orgrim, du nimmst auch mal einen Trank. Und Win, du nimmst. Machst einen Steinfaust bitte und dann nimmst du wieder einen Mana-Trank. Danke. Greif an, Radegundis. Zum Angriff. Oder auch nicht, weil du gerade wieder schläfst. Verdammter Drache. Jedes Mal kickt er einen weg, ne? Wo willst du hin? Der hat sich da tatsächlich festgebackt. Finde ich hier gut. Also, ich habe da nichts gegen. Nimm den Frostbombe und die Bombe. Ah! Sag mal, Win, was machst du denn da vorne? Verdorri und kämpfen. Eins, geh gefälligst zurück. Das darf doch nicht wahr sein. Du bist eine Fernkämpferin, Win. Eine Fernkämpferin. Weißt du, was das ist? Chaka, ja. Versuch's doch mal mit dem zermalenden Gefängnis. Scheinbar hat's diesmal gewirkt. Juhe. So, komm her, Drache. Du kriegst jetzt noch ein paar von diesen Säurefläschchen um die Ohren gehauen. Und Orgrim, nimm mal lieber einen Trank. Radegundis, zum Angriff. Komm schon, mir fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nicht mehr viel, Radegundis. Oh, dass der einen immer wegkickt. Blöder Drache. Komm her, du Ekelhaften. Bleib hier. Das kann doch wohl die Wahrheit sein. Bleib hier, Drache. Bleib hier, du Ekelhaft. Jetzt bist du Geschichte. Jawohl, das war's mit dir.
Sehr gut, Radegundis, du bist die Beste. Jawoll, gib sie. Ich sehe zwar kaum was, aber ist okay. Oh Gott, ist das blutig. Jawoll. Geschafft. Ich habe den Drachen geschafft. Komme ich auch an ihn dran? Ja, Gott sei Dank. Ja, und das ist alles, was er dabei hat, ne? Nicht gerade wenig, unter anderem auch Drachenschuppen. Nehmen wir alles an uns? Uiuiui. Was das Ganze alles so ein bisschen bewirken könnte, werde ich mir offscreen anschauen. Allerdings würde ich... Ogrim, du bist der Beste. Ich bin hier, altes Mädchen. So ist es. Ich würde gern mehr über euch erfahren, Ogrim. Worüber genau? Lass uns lieber verschwinden von diesem Ort. In Ordnung. Super. Wir unterhalten uns später weiter, einverstanden? Ei. Also gut. Ah, den wollte ich doch gar nicht anklicken. Ich wollte... Ah, es juckt mich schon. Was meinst du, Ogrim? Du sollst einen Trank nehmen. Mehr nicht. Ogrim ist manchmal ein bisschen widerlich. Manchmal. Nur ganz, ganz manchmal. Sehr schön. Dann wären wir jetzt hier. Ach so. Gut, da würde ich mal sagen, ich denke, den Rückweg kann ich euch ersparen, indem ich mich einfach wieder, ich glaube, klüger wäre es gewesen, ich wäre in den... Na egal. Dann laufe ich halt offscreen wieder zurück. Wir haben den Drachen bezwungen und es ist noch nicht ganz eine halbe Stunde rum, aber egal, der Drache ist platt. Deswegen verabschiede ich mich hier schon von euch. In der nächsten Folge sehen wir uns wahrscheinlich dann in Denerim wieder, je nachdem, wenn nicht noch irgendetwas passiert, wenn ich ins Lager vorher reingehe oder so. Alles klar. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.